Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Ich habe in der letzten Woche einiges getan. Ich habe sehr, sehr viel an vielen Produkten gearbeitet, die ich bald im Weihnachtsmarkt verkaufen werde. Welche das sind, werde ich euch gleich noch zeigen. Und außerdem habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie das hier mit den Neuigkeiten jetzt in Zukunft mal weitergehen soll. Ich habe mir überlegt, dass das Ganze so alle zwei Wochen bzw. jedes vierte Video sein wird. Und ich habe mir überlegt, weil ich ja mittlerweile mehr als 300 Videos, glaube ich, hier auf YouTube habe und ich so viele Kommentare bekomme und gerade zu den aktuelleren Videos dann immer viele oder oft gleiche Kommentare bekomme, dass ich die dann immer hier in den Neuigkeiten beantworten werde. Und da habe ich mir noch was Cooles überlegt. Ich habe mir überlegt, dass ich die Kommentare, die ich hier in den Neuigkeiten dann so ein bisschen bearbeiten möchte, so ein bisschen beantworten möchte, dass ich denen dann ein Herz gebe und die anderen Kommentare, die mir einfach gut gefallen, den werde ich einen Daumen hoch geben. Das ist der Vorteil für mich, dass ich dann einfach die Kommentare leichter unter den einzelnen Videos raussuchen kann und dann darauf eingehen kann. Dann werde ich euch als erstes mal zeigen, was ich letzte Woche gebaut habe. Da wisst ihr was? Ich zeige es euch an der Drechselbank. Ignoriert jetzt erstmal die Schale, darüber werde ich gleich sprechen und ignoriert auch hier die ganzen Späne. Darüber werde ich gleich auch sprechen. Als erstes schauen wir uns jetzt dieses Teil mal hier an. Da bin ich mega stolz drauf. Hier oben habt ihr eine Wendeschneidplatte und damit könnt ihr dann das Holz hier auf der Drechselbank bearbeiten und das könnt ihr dann sehr, sehr genau einstellen. Ihr könnt quasi den Durchmesser von eurem zu drechselnden Bauteil einstellen könnt ihr den und dann könnt ihr das wie bei so einer CNC-Maschine könnt ihr das bewegen. Ich habe die letzte Zeit so viele Projekte aufgenommen, deswegen kann ich euch nicht genau sagen, wann das kommen wird. Aber es wird sehr wahrscheinlich eins von den nächsten Projekten sein. Wofür ist das Teil? Ganz einfach, damit kann man Stifte drechseln. Ihr könnt die Späne sofort absaugen und ihr könnt die echt gut herstellen. Und ich weiß nicht, weil das jetzt schon viele Leute sagen werden, na, da sind sie ja nicht mehr handgemacht. Doch, in meinen Augen sind sie immer noch handgemacht, weil die ganzen Schritte, die dazugehören, sind auch viel Handarbeit. Und damit kann man halt eben die einfachen Bautypen gut herstellen. Zusammengefasst, was meine ich damit? Ich wollte einfach mal ausprobieren, so eine Vorrichtung zu bauen, die sich bewegt, die genau arbeiten muss, die man einstellen muss und die das Ganze einfach so ein bisschen effektiv auch, mit der man effektiv Zylinder drehen kann. Wie gesagt, man kann damit simple Form herstellen. Bedeutet aber nicht, dass es simpel ist, die Vorrichtung zu benutzen. Das will ich damit nicht sagen. Die anderen Formen, die ich bis jetzt schon gedrechselt habe, die kann man damit natürlich nicht machen. Das bedeutet, manchmal drechsel ich hier auch so eine leichte Rundung drauf. Das mache ich immer noch freihand. Und ich weiß nicht, ob ich die benutzen werde, weil die kann man auch speziell nicht bei allen Holztypen benutzen. Das geht nur bei ein paar ausgewählten. Ihr seht, dass hier überall Drechselspäne sind. Und ich habe es endlich getan. Ich habe eine Absaugung für meine Drechselbank gebaut. Das bedeutet, dass ich hier jetzt einen Absaugport habe. Das bedeutet, ich kann schleifen und die Schleifstäube auch direkt einsaugen. Und hier ist auch noch interessant, hier wird das Ganze jetzt auch aufgefangen. Das kann auch separat abgesaugt werden. Und hier ist halt auch einfach eine große Lade, wo viele Drechselspäne, speziell beim Schalendrechseln, direkt reinfallen können. Natürlich funktioniert das nicht so recht, wenn man zum Beispiel die Außenseite von einer Holzschale drechselt. Das fliegt ja dann komplett weg von der Maschine. Und dafür ist es auch nicht so wirklich gedacht. Es ist dafür gedacht, dass falls man zum Beispiel Schalen drechselt innen, dass man die Späne als mal aufsaugen kann. Dazu ist das hier auch eigentlich zum Schleifen gedacht, dass wenn ihr viel schleift, ihr einfach nur noch den Schieber öffnen müsst, könnt die Stäube direkt absaugen. Und darum ging es auch zum großen Teil. Aber ihr habt halt auch den Vorteil, dass nichts mehr hinter die Maschine fällt. Und dann dort, ich zeige es euch mal, mit dieser Auffanglade habt ihr halt den extremen Vorteil, dass ihr keine Ecken mehr habt, wo sich die ganzen Drechselspäne ansammeln. Das war auch so ein Hauptpunkt, warum ich das gemacht habe. Hier hinten komme ich nicht gut dran, da kann ich nicht gut sauber machen. Und so habt ihr einfach keine Ecken mehr, die so hoch mit Drechselspänen vollstehen. Und ihr könnt es ganz einfach absaugen. Wenn es zwischen das Maschinenbett fällt, könnt ihr es auch absaugen. Zeige ich euch dann dem Projekt. Dann habe ich was Cooles gebaut. Das hier habe ich gebaut. Das ist eine Vorrichtung, damit könnt ihr Penblanks an eurer Tischbohrmaschine bohren. Das bedeutet, ihr holt euch einfach einen Rohling, spannt den hier rein und könnt bohren. So einfach ist es. Ihr seht auch, ich habe es jetzt schon ein paar Mal benutzt. Da habe ich ein paar Kommentare zu bekommen und da kommt halt jetzt der Vorteil von diesen Neuigkeiten, weil da habe ich echt sehr, sehr oft relativ gleiche Kommentare bekommen. Und vielen lieben Dank übrigens für die ganzen Kommentare. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Der erste Kommentar, der auf jeden Fall Sinn macht, war, warum mache ich keine zwei Leisten drunter, damit ich das auf den Tisch legen kann und sich das dann nicht mehr so viel bewegt. Das habe ich getan, weil ich zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht so genau wusste, ob ich die Maschine hier wirklich behalten soll. Ihr habt hier sehr, sehr wenig Hub
Da werde ich das Ganze noch ein bisschen bearbeiten, indem ich hier unten erstmal den Stopp raushole und vielleicht die Spindel, beziehungsweise hier den Maschinenoberteil ein bisschen nach oben rausziehe, dass ich einfach ein bisschen mehr Hub habe. Denn da wird es schon recht schnell sehr eng, dass ihr da ein bisschen begrenzt seid. Und weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob ich die Maschine überhaupt behalte, habe ich mir überlegt, komm, machst du das ein bisschen universeller, dass falls ich mir eine andere hole, dass ich da nicht nochmal was umbauen muss. Das ist der einfache Grund. Aber ich werde es jetzt doch erstmal behalten, weil ich auch eh das Untergestell habe. Und das bedeutet, die werdet ihr noch ein bisschen länger sehen. Dann habe ich auch vom Calixto 2112 eine Nachricht bekommen. Meiner Meinung nach braucht man nicht für alles eine Vorrichtung. In der Bauzeit hätte ich freihand 50 Blanks gebohrt. Das stimmt, dauert ein bisschen so ein Teil zu bauen. Aber in meinen Augen macht es halt einfach mehr Spaß. Ihr müsst den Pendling nicht festhalten. Jeder kennt es, das Holz dreht sich mal durch und und. Aber das kann man alles noch irgendwie verhindern. Aber sobald ihr vielleicht 100 Penblanks bohren möchtet, dann macht es halt wiederum Sinn. Und das ist halt vielleicht das, was ich mal noch machen will. Und ja, mir gefällt so eine Vorrichtung einfach super gut, dass ihr ganz entspannt das Ganze bohren könnt und so aufwendig war. Das weiß ich nicht. Und da habe ich auch eine Nachricht vom Kurt bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Also ich mache das seit Jahren coolig so. Ich banne die Rohlinge einfach in einen Amerikaner Spannfutter. Da trägst du Bank ein und bohre den Rohling durch. Dadurch ist die Bohrung automatisch in der Mitte und es gibt auch keinen Verlauch. Auch ein späteres Einpressen der Spitze und so weiter mache ich auf der Drechselbank. Alles, was du brauchst, ist eben eine Drechselbank. Stimmt, ich habe es teilweise auch so gemacht, bis auf das Bohren. Wie gesagt, das Bohren geht in meinen Augen an der Drechselbank für mich nicht schnell genug. Wie sieht das aus? Ihr habt zum einen euer Spannfutter. Das hier sind jetzt natürlich die falschen Backen. Wenn ich mehr bohren würde, würde ich hier solche Backen verwenden. Nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Angenommen, ihr möchtet hier einen Teil auf der Drechselbank bohren. Ihr spannt nochmal euer Spannfutter auf, holt euer Teil, legt es hier ein. In meinem Fall müsste ich hier dann solche Spanneisen holen. Dann bräuchtet ihr noch ein Bohrfutter. Ich hole jetzt mal keinen Bohrer. Dann könntet ihr das Ganze ranbringen und könntet anfangen zu drehen. Nochmal den Bohrer räumen und so weiter und so fort. Seid ihr fertig? Rüber ausspannen und dann seid ihr fertig und ihr habt ein genaues Loch in der Mitte. Das geht definitiv und ihr seid damit sogar noch genauer, weil sich das Ganze ja zentriert. Aber mir wird es zu lange dauern, gerade diese Kurbel, das dauert schon ein Stückchen, wenn ihr dann 60 mm Hub kurbeln möchtet. Und mir speziell wird es zu lang dauern, denn im Vergleich zur Bohrmaschine müsst ihr bei der Bohrmaschine einfach diesen hier machen, aufspannen und ihr seid fertig. Und natürlich ist das genauer, aber meine Vorrichtung, die ich gebaut habe, die ist definitiv genau genug. Ihr seht, ihr seid hier oben nicht genau in der Mitte, also im Vergleich zu dieser Position hier, aber ihr habt ja zu beiden Seiten genug Material. Deswegen so genau wie möglich und so genau wie nötig. Und nach dem Prinzip arbeite ich eigentlich jedes Mal. Aber grundsätzlich, wenn ihr zwei Füller herstellen möchtet, bohrt es einfach an der Drechselbank. Ihr braucht nicht unbedingt so eine Spannvorrichtung. Mir, damit ich damit Spaß habe, das zu benutzen oder so was herzustellen, brauche ich halt eine Vorrichtung, weil ich finde Vorrichtungen cool und da macht es mir halt eben mehr Spaß. Ist das bei dir nicht so? Ist auch okay. Dann hatte ich vor ein paar Tagen, eigentlich war es gestern, noch einen Besuch in der Werkstatt. Und zwar war der liebe Marius da. Das ist der Typ, der diese Videos hier schneidet. Und wir haben Produktbilder gemacht von Rohrschraubzwingen. Ich zeige es dir mal. So, der Rohrschraubzwing besteht im Grunde genommen aus einem beweglichen Teil, der sich später auf der Stange bewegt, und dann dem Spannteil. Und das Ganze hat hier einfach ein Gewinde, mit dem ihr dann die Spannung draufbringen könnt. Und das ist hier noch einmal zusätzlich auf dem Rohr gleich geführt. Und hier ist ein 3/4 Zoll Gewinde. Dazu könnt ihr einfach euer 3/4 Zoll Rohr holen, schraubt es dann hier rein. Zieht das fest. Und könnt dann hier dieses Teil noch holen. Das hat hier solche Metallklipse, die sind gefedert. Und dadurch kann man das einfach ganz schnell und werkzeuglos auf der Stange bewegen. Das kann man dann hier draufsetzen. Und hat dann eine Rohrschraubzwinge. Speziell wenn ihr Bretter verleimt, das habe ich ja jetzt schon sehr oft getan und das euch auch gezeigt. Da habt ihr auch immer gesehen, wie ich das gemacht habe. Da braucht ihr natürlich ein paar Schraubzwingen. Normalerweise habe ich mir hier immer zwei Unterlagen geholt. Dann noch eventuell zwei Oberteile. Dann habe ich die als erstes verspannt. Dann sind sie erstmal eben. Und dann könnt ihr anfangen, das Ganze über diesen Weg hier zu spannen. Ich denke, ihr wisst, um was es mir geht.
habe ich das schon sehr oft getan, deswegen war ich auch so ein bisschen geschraubt, deswegen Fetischist, weil ich immer so viele gebraucht habe. Ihr könnt euch ja immer zusammenzählen, je nachdem wie groß das Brett ist, dann braucht man einfach so viel, so unfassbar viele Schraubzwiebeln. Wie gesagt, und die mir schon länger folgen, die haben es ja auch schon gesehen. Also das ist ja nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe, das ist das, was ich über Jahre hinweg immer getan habe. Und genau deswegen finde ich Rohrschraubzwingen toll. Zuallererst habt ihr hier mal Füße. Das ist mega praktisch. Es gibt auch welche, die haben keine Füße, aber ich habe mich bewusst für die entschieden, weil ihr braucht da nichts zum Unterlegen und die stehen ja auch richtig stabil. Dann habt ihr das Rohr. Auf dem Rohr liegen eure Teile auf. Ja, normalerweise immer hier diese Kanthölzer, die musste man sich herstellen. Wenn man am Arbeiten war, hatte man nicht genug. Dann hatte ich einmal Klebeband und einmal hatte ich nur noch Papierklebeband und darauf hat halt natürlich alles gehaftet. Bei den Rohrschraubzwingen fällt das komplett weg, denn auf Metall kann ja ruhig ein bisschen Holz drauf tropfen. Das kann man dann einfach abschaben. Und hier habt ihr dann gleichzeitig eure Auflage, die ja gerade ist. Und wenn ihr jetzt schon eure Bretter hier drauf legt, sind die eben und haben keine große Lücke. Dann könnt ihr einfach die ungefähre Breite bestimmen, dass ihr noch ein bisschen Luft habt. Danach könnt ihr es verspannen. Und das Brett wäre quasi schon fertig verleimt. Was ich immer getan habe, denn es ist dazu noch ganz gut, wenn man dann von der anderen Spannrichtung noch ein bisschen Druck drauf bringt, damit das auch gleichmäßig ist, dann könnte man hier noch zusätzlich eine Schraubzwinge von der Seite dran bringen. Aber dann habt ihr einmal Auflagen, da könnt ihr den Leim später gut runterkratzen. Ihr habt hier direkt schon zwei Spannelemente, mit denen ihr dann das Brett zusammen verleimen könnt. Und seid fertig. Das Brett kann in die Ecke gestellt werden und ihr könnt direkt das nächste machen. Und habt halt eben nicht so viele verschiedene Hölzer, mit denen ihr dann das Ganze zusammenspannt. Und da ist halt noch was Wichtiges, das will ich euch nur zeigen. Da seht ihr halt eben, dass das Brett hier aufliegt. Und ihr seht ja auch, das ist gerade. Jetzt habt ihr gesehen, wofür ich die Rohrschraubzwingen benutze. Also ich muss wirklich sagen, ich benutze tatsächlich meistens so als Unterlagen. Dann könnt ihr einmal spannen und wenn ihr dann noch in der Mitte mehr Spannung draufbringen müsst, dann kann ich ja noch die anderen holen. Da ist das Ganze einfach gut ausgeglichen. Sagt man das so? Ich habe einfach nicht viele Rohrschraubzwingen bzw. gar keine im Baumarkt gefunden. Und auf Amazon gibt es da nur eine sehr, sehr kleine Auswahl. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, komm, ich nehme das selber in die Hand und suche selbst was Gutes aus. Und die nutze ich ab sofort in der Werkstatt. Man muss auch dazu sagen, dass hier sind nicht die ersten, die ich bestellt habe. Die ersten habe ich vor circa 2 Monaten bestellt, um mal zu schauen, wo es noch Probleme gibt, wo man das Ganze anpassen muss. Und das hier sind jetzt die, die ich benutze. Wie gesagt, ich verkaufe die selbst, die gibt es auf meinem Shop. Und da ist dann niemand anderes dazwischen, dem ich noch irgendwas zu schulden habe. Generell wollte ich kurz das Thema Werbung ansprechen, weil ich das halt auf anderen Kanälen oft sehe. Wenn ich was benutze, keine Ahnung, hier so ein Leimroller, den ich mir selbst gekauft habe, ist ja auch alles legitim. Da habe ich einfach keine Lust drauf, dass ich bei jedem Produkt sage, ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung, dass ich mir einen Affiliate-Klick irgendwie gammeln kann. Achtet da mal drauf, das ist zum Beispiel mal was, wo ich was ich gar nicht mache, was ich nämlich auch ein bisschen nervig finde. Wenn man bei allem sagt, ja, ich verlinke euch mal die Tasse, ich verlinke euch mal das Lineal. Klar, ich mache auch Affiliate, das ist ja auch eine feine Sache. Man kauft sowieso und dann bekommt halt irgendjemand noch eine Provision. Ist ja auch gut, alles gut und schön. Aber ich habe halt keine Lust, dann irgendwie solche Klicks zu schnorren. Mache ich auch nicht. Ich sage nicht oft, dass was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Nur manchmal gehe ich nochmal drauf ein, weil ich immer die Frage bekomme, wo hast du denn das verlinkt? Und da ist es meistens unter dem Projektvideo verlinkt. Wenn wir schon gerade bei dem Thema Werbung sind, wollte ich das auch nur noch ganz kurz ansprechen. Ich will euch damit nicht lange nerven. Und zwar kann man jetzt sagen, Philipp, ja, du machst ja mittlerweile so viel Zeug für dein eigenes Zeug, Werbung für dein eigenes Zeug. Es hat eigentlich alles mit so einem Flaschenöffner angefangen. Da habe ich euch gezeigt, wie man sich so einen Flaschenöffner drechsen kann. Und habe aber das Teil, was man dazu braucht, nicht verlinkt. Wurde ich sau oft gefragt, Philipp, wo hast du denn das her? Verlink das doch mal. Weil ich von diesem Shop aber nicht so gut bedient worden bin und das schlussendlich echt kacke war, habe ich mich dagegen entschieden, weil ich wollte halt nicht, dass andere auch dort kaufen, weil ich so schlecht bedient worden bin und ich da noch Werbung dafür machen würde. Da habe ich mir überlegt, komm, ich suche noch was Besseres, was man auch besser verarbeiten kann als hier die Aufnahme, denn da muss man ja echt kreativ werden. Und habe mir überlegt, komm, ich kümmere mich selber drum und verkaufe die Teile selber. Dann ist das ohne Mittelsmann, ihr bekommt das Zeug von mir und ich bin keine mehr Rechenschaft gültig. Darum ging es mir, ich habe was gesehen, was ich nicht gut fand und habe halt eben in meinen Augen was Besseres draus gemacht. Was es hier mit den 20 Flaschenöffnern auf sich hat,
Werde ich aber gleich noch sagen. Dann ist auch vielleicht gerade an der Zeit, dass ich mal kurz so auf den Titel eingehe von dem heutigen Video. Warum macht mir dieses neue Format so viel Spaß? Das neue Format, das sind einfach Projekte, die ich einfach sehr, sehr geliebt habe, die ich auch schon sehr oft umgesetzt habe und die halt jemandem Freude machen, wenn man das Ganze drechselt, wie zum Beispiel Schalendrechslerei. Ist immer ein Thema beim Drechseln. Jeder möchte Schalen drechseln, gefühlt. Und damit kann man sich halt eben noch das Drechseln so ein bisschen weiter finanzieren. Man macht jemandem eine Freude, man hat selbst Freude, wenn man das Ganze drechselt und kann es dann vielleicht verkaufen und kann sich das einfach so ein bisschen kontinuierlich ein bisschen weiter finanzieren. Darum finde ich dieses neue Format cool. Da habe ich einfach mal so ein bisschen im Sammelsorium geschaut und habe einfach kombiniert, was man machen kann, was man dann auch günstig machen kann, dass man was Cooles einfach hat. Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Thema, da zeige ich euch, wie ihr aus Baumstücken dann euch was verleimen könnt, ein Rohling, und könnt dann Schalen draus drechseln. Das ist aber nicht das Einzige. Speziell, wenn ihr keine Baumstämme habt und keine Motorsäge, dann gebe ich euch aber auch dort noch eine Alternative, wenn ihr das Ganze auch machen möchtet, wie ihr das Ganze machen könntet. Ich habe es in dem Video jetzt noch nicht gemacht, aber da ist halt so eine echte Alternative, so ein Baumstamm. Den habe ich für 20 Euro zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen gefunden und werde aus dem Baumstamm auch so ein paar Schalenrohlinge schneiden. Da braucht ihr keine Bandsäge, die 20 cm hoch schneiden kann. Ihr braucht keine Motorsäge. Und so baut sich das dann alles weiter auf. Das passt halt richtig gut zum Format. Ich zeige euch, wie ihr eine Schale drechseln könnt, wo ihr Material herbekommen könnt. Und wenn ihr dann 10 Schalen habt, könnt ihr sie irgendwie verscherbeln, habt noch ein paar Euro und könnt euer Hobby dann so ein bisschen weiterfinanzieren. Deswegen macht mir dieses Format echt Spaß im Moment. Und gerade diese Herstellung von den Teilen, wie zum Beispiel auch diesen Flaschenöffner hier, die machen mir halt auch super viel Spaß. Und ich habe ja mit dem Thema angefangen und da war das Projekt. Und zwar war das Projekt, wie hat alles angefangen? Ich habe dieses Projekt ausgewählt, so gerade mit dem Hobby und so ein bisschen Geld dazu verdienen. Dieses Projekt habe ich ausgesucht, weil ich damit grundsätzlich angefangen habe, mit dem ganzen Holzgedöns hier. Und da habe ich auch viele Kommentare bekommen, die mich darin noch mal ein bisschen bestätigt haben und ich so auch auf den Titel gekommen bin und einfach dieses Format cool finde. Es sind so ein paar Kommentare, wie zum Beispiel vom Idofix: Bin 15 und verkaufe Teelichthalde auf Weihnachtsmärkten. Finde ich cool, mache ich jetzt bald auch. Nicht, weil ich da jetzt mir großes Geld dazu verdienen will, klar das auch, aber es macht Spaß. Ich kann euch zeigen, wie ihr diese ganzen Teile gut herstellen könnt und ich habe einfach Lust, das mit dem Kollegen zu machen und einfach noch mal ein bisschen... Ah, fuck. Was ist zu nass? Komm mal wieder rein. Hi Philipp, ich finde das super mit der Idee, mit dem Hobby Geld zu verdienen. Ich bin gerade 15 und habe für meinen Opa ein Schneidebrett gebaut. Das ist schon ein richtig geiles Projekt, also das gefällt mir auch richtig gut. Das hat er an seinem Geburtstag seinen Freunden gezeigt und daraufhin haben mich mehrere von denen gefragt, ob ich ihnen auch eins machen kann. Und das Ganze hat er noch mit Nistkästen und so weiter und so fort. So geht das Ganze dann meistens ab. Jemand sieht das Teil, man sieht... Oder man findet heraus, dass du es gemacht hast und dann hast du noch 3 Aufträge. Und da gab es viele, viele Kommentare. Danke für die ganzen tollen Kommentare und fand ich cool. So hat es bei mir nämlich auch angefangen. Habe ich aber noch eine Frage bekommen, die dann auch ein paar Mal gestellt worden ist. Und zwar kam die Frage auf, ob man nicht ein Gewerbe braucht, wenn man sowas verkaufen möchte. Grundsätzlich braucht man ein Gewerbe, wenn man die Absicht hat, Geld zu verdienen. Das stimmt, das steht auch irgendwo schwarz auf weiß. Das ist so. Aber wenn ihr jetzt ein Vogelhaus baut und das für 20 Euro jemand verkauft... Natürlich sehen das jetzt Leute und, ah, Philipp, sag sowas nicht, du bist doch ein Steuerhinterzieher, ich muss für dich bezahlen, bla bla bla. Falls die nächste Frage kommen sollte, ich habe ein Gewerbe und generell, wenn ihr ein Selbstgewerbe anmelden möchtet und das vielleicht auch im Internet verkaufen möchtet oder im großen Stil Vogelhäuser herstellen möchtet, das ist nicht so wild. Geht zum Gewerbeamt, sagt, ihr würdet gern Kleingewerbe anmelden, fragt vielleicht euren Steuermensch, den ihr dann fragen könnt, okay, kannst du mir da helfen am Anfang, wenn ich dann die Steuererklärung machen muss und was sind so die 3 wichtigsten Dinge, auf die ich achten muss, dann ist das alles nicht so wild. Eine Gewerbeanmeldung kostet 50 Euro, da habt ihr ein Kleingewerbe und da hat sie es auch schon. Was habe ich in der letzten Woche auch noch getan? Ich habe jetzt nur ein paar Rohlinge, aber ich bin ja bald auf dem Weihnachtsmarkt. Warum mache ich das? Das ist nicht, weil ich das große Geld dort verdienen will. Das ist so ein kleiner Zusatz, aber ich habe einfach Lust, das mal zu machen, weil ich wollte einfach schon immer mal auf den Weihnachtsmarkt drechseln. Zudem mache ich das mit einem Kollegen zusammen und vielleicht möchtet ihr ja vorbeikommen. Das ist auch ein Punkt. Ich will wieder so ein paar Zuschauer treffen. Das ist halt einfach schön, wenn man dann vor Ort mit den Leuten so ein bisschen quatschen kann. Und dafür sind einfach so ein paar Projekte. Und wenn ich schon jetzt euch zeige, wie man sowas herstellen kann, dann mache ich einfach ein paar mehr und kann das dann hinten vor Ort noch machen. Vielleicht möchtest du ja vorbeikommen. Das Ganze findet in Saarbrücken oben am Schloss statt. Das Ganze findet am 30. November statt und endet am 1. Dezember. Also so ein klassisches erster Advents-Event.
Dingsbums. Dafür sind hier diese ganzen Rohlinge und die sind's, wenn ich vor Ort drechsel und dann halt dort eben die Flaschenöffner herstelle. Und da kann ich euch auch gerade was zeigen, weil letzte Woche ist mir auch was kaputt gegangen. Da kann ich euch kurz zeigen, wie das abläuft. Ihr habt hier einfach einen Bausatz. Das ist halt dieses Halbzeug. Das findet ihr einfach auf meiner Webseite. Und hier habt ihr halt den Vorteil, dass ihr eine Einschraubbutter habt. Das ist hier dieses Teil. Das schraubt ihr ins Holz. Mir ist meine Mantel kaputt gegangen. Ich zeige euch im Video, wie das geht. Und dann schraubt ihr das quasi hier ins Holz rein, müsst nur das Loch bohren und könnt dann euer ganzes Holz auf die Drechselbank ausspannen. Wie gesagt, wird auch ein eigenes Video werden. Und wenn ihr dann eben fertig seid mit den Drechselarbeiten, wenn ihr dann dieses Teil hier quasi auf der Drechselbank fertig gedrechselt habt, ich zeige euch ganz genau, wie das ganz einfach geht, dann könnt ihr euer Halbzeug holen und schraubt das einfach hier rein und müsst da nichts pressen oder verkleben. Das ist auch ein M6-Gewinde, also keine englischen Gewinde. Ihr schraubt es hier rein, zieht's fest und dann hat sie es auch schon erledigt. Sind wir wieder beim selben Thema, weil ich das System hier einfach besser fand, habe ich es auch ausgewählt. Und das findet ihr, wie gesagt, auf meinem Shop. Das Ganze gibt es in den Ausführungen in Silbernickel und Antiknickel. Das ist einfach ein bisschen mattiert und ist dadurch matter. Das soll es dann für die heutigen Neuigkeiten gewesen sein. Schreib mir gerne mal deine Kommentare. Das soll es dann für die heutigen Neuigkeiten gewesen sein. Schön, dass du auch heute eingeschaltet hast. Freut mich immer sehr. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao. Wow.